Liebe Schwestern und Brüder, darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen in unserer Pfarrkirche St. Lambert, heute zu unserem ökumenischen Festgottesdienst. Das ist für mich persönlich, aber auch für meine Kollegin, auch für meinen Mitbruder eine große Freude heute, dass wir alle gemeinsam feiern dürfen, diesen besonderen Tag. Vor 100 Jahren wurde Arnoldstein Marktgemeinde. Die Zeiten ändern sich, die Menschen sind anders. Das ist eine lange Zeit. Aber heute möchten wir alles von unserem lieben Gott hinlegen, all das, was in dieser langen Zeit passiert ist, in unserer Marktgemeinde und mit uns. Aber wir sind auch hierher gekommen, weil wir um seine Hilfe und um seinen Segen bitten wollen, für die Zukunft, für die kommende 100 Jahre, mehrere 100 Jahre, für unsere Kinder, die hier in unserer Marktgemeinde wohnen werden. Liebe Schwestern und Brüder, Jesu Botschaft, wenn wir die Evangelien lesen, ist eine Botschaft über Frieden. Und wie viel Mühe es macht, Frieden zu leben und Frieden zu ermöglichen, kennen wir nicht nur aus dem großen Weltgeschehen, sondern auch aus unserem eigenen Leben. Frieden ist sehr zerbrechlich, sagt Jesus. Und das weiß die Heilige Schrift nur zu Gott. Doch Gott möchte uns auf den Weg seines Friedens führen, damit sein Reich in uns, in dieser Welt, in unserer Marktgemeinde, in unseren Familien Wirklichkeit werden kann. In diesem Sinne, liebe Schwestern und Brüder, fangen wir jetzt unser Festgottesdienst im Namen des Dreieinigen. So beginnen wir unseren Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei alle Zeit mit euch. Amen. Wir beten mit der Pfarrerin ein Psalm. Sie können während dieses Gebetes passen. Wir lesen euch den Psalm 103. Preise den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt, der dein Leben vom Untergang rettet und dich mit Huld und Erbarmen krönt, der dich dein Leben lang Gaben sättigt, wie dem Adler wird dir die Jugend erneuert. Der Herr vollbringt Taten des Heils, Recht verschafft er allen Bedrängten. Er hat Mose seine Wege kundgetan, den Kindern Israels seine Werke. Der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Huld. Er wird nicht
immer richten und nicht ewig trägt er nach. Er handelt an uns nicht nach unseren Sünden und vergibt uns nicht nach unserer Schuld. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so mächtig ist seine Huld über denen, die ihn fürchten. So weit der Aufgang entfernt ist vom Untergang, so weit entfernt er von uns unsere Frevel. Wie ein Vater sich seinen Kindern erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, was wir für Gebilde sind. Er bedenkt, dass wir Staub sind. Wie Gras sind die Tage des Menschen. Er blüht wie die Blume des Feldes. Fährt der Wind darüber, ist sie dahin. Der Ort, wo sie stand, weiß nichts mehr von ihm. Doch die Huld des Herrn währt immer und ewig. Für alle, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit erfahren noch Kinder und Enkel. Alle, die seinen Bund bewahren, die seiner Befehle gedenken und danach handeln. Der Herr hat seinen Thron errichtet im Himmel. Seine königliche Macht beherrscht das ganze All. Preist den Herrn, ihr seine Engel, ihr starke Helden, die sein Wort vollstrecken, die auf die Stimme seines Wortes hören. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt bitten wir mit den Kyrie-Rufen um Erbarmen des Herrn. Thank you.
uns, dass wir in all dem Trubel dich nicht übersehen. Hilf uns, dass wir dein Wort nicht überhören in all dem Lärm und dem Wirbel um uns herum. Hilf uns, dass wir dir auf die Spur kommen, mitten in unserem Leben. Komm zu uns, Gott, damit wir nicht verkommen. Der barmherzige Gott, erbarme sich unser. Erlasse uns unsere Fehler und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Jetzt hören wir das Wort Gottes aus der Bibel. Erste Lesung aus dem Buch Jesaja. Freut euch mit Jerusalem und jauchzt ihr alle, die ihr sie liebt. Jubelt mit mir alle, die ihr um sie trauert. Auf dass ihr tränkt und satt werdet und am Brust ihrer Tröstung. Auf dass ihr schlüpft und euch labt und am Brust ihrer Herrlichkeit. Denn so spricht der Herr: Siehe, wie einen Strom leite ich den Frieden zu dir und die Herrlichkeit der Nationen wie einen rauschenden Bach, auf das ihr trinken könnt. Auf der Hüfte wird er getragen, auf Knien geschaukelt, wie einen Mann, der seine Mutter tröstet, so tröstet ich euch. In Jerusalem findet ihr Trost, ihr werdet das Sehen und euer Herz jubeln, und eure Knochen werden sprossen wie frisches Grün. So offenbart sich die Hand des Herrn als einen Knecht. Wort des Königin Gottes. Thank you.
Zeit suchte der Herr 72 andere aus und sandte sie zu zwei vor sich her in alle Städte und Ortschaften, in die er selbst gehen wollte. Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden. Geht, siehe, ich sende euch die Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keine Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Schuhe. Grüßt niemanden auf dem Weg. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: Friede diesem Haus. Und wenn dort ein Sohn des Friedens wohnt, wird euer Friede auf ihn ruhen. Andernfalls wird er zu euch zurückkehren. Bleibt in diesem Haus, esst und trinkt, was man euch anbietet. Denn ihr arbeitet bis seines Todes wert. Zieht nicht von einem Haus in ein anderes. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, so esst, was man euch vorsetzt. Heilig wandelt dort sich und sagt ihnen: Das Reich Gottes ist euch nahe. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt, in der man euch nicht aufnimmt, dann geht auf die Straße hinaus und ruft: Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch: Sodom wird es an jenem Tag erträglicher ergehen als dieser Stadt. Die 72 kehrten zurück und sagten voller Freude: Herr, sogar die Dämonen sind uns in deinem Namen untertan. Da sagte er zu ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz aus dem Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Macht des Feindes. Nichts wird euch schaden. Doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, heute in den Unterschied.
verschiedenen Sparten sind. Menschen nach 2,5 Jahren Corona-Zeit haben sich umschulen lassen oder haben sich einfach umgeschaut nach anderer Arbeit, dass sie wirklich durchgehend auch arbeiten können, sondern auch schon damals. Und zwar im religiösen Bereich, im Glaubensbereich, bittet den Herrn der Ernte, bittet Gott selbst, dass er Arbeiter, und ich darf dazu setzen, Arbeiterinnen, findet und sie in die Ernte schickt. Erntehelfer und Erntehelferinnen sind gefragt. Personalmangel also schon damals und auch heute. Personalmangel bei uns in den Kirchen, in unserer beiden Kirchen. Wir haben es gerade eben vorhin in der Sakristei auch noch einmal zu Wort gebracht. In Kärnten und Osttirol gibt es insgesamt 33 evangelische Gemeinden. Die Diözese, also das Bundesland Kärnten, hat im katholischen ca. 250 Pfarrstellen und es sind etliche frei. Von unseren 33 8 Pfarrstellen ohne Besetzung. Und das heißt, dass der Nachbarpfarrer oder die Nachbarpfarrerin diese Pfarrgemeinde mitbetreuen muss, bis sich ein neuer findet. Und von Wien wissen wir, dass da nicht allzu viel heranströmt, dass es sehr dünn gesät ist. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter und Arbeiterinnen schicke in seinen Weinberg. Aber wir brauchen nicht nur, wenn ich so sagen darf, Fachpersonal, sondern wir brauchen ganz normale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die drangehen, die Freude haben an ihrer Arbeit und die sagen, ja, ich mache da mit. Eine Gemeinde ist nur so lebendig, wie die einzelnen Gemeindeglieder darin lebendig und aktiv sind. Und manchmal ist es ja auch ganz heilsam, wenn so ein bisschen was wegbröselt, weil dann kommt man wieder zu neuen Gedanken und sagt, was ist da passiert? Was müssen wir ändern? Was für Reformen stehen da eigentlich bei uns an? Aber grundsätzlich gilt dieses Wort für uns alle. Und die Frage ist, ob wir uns rufen lassen, ob wir uns gerufen sehen, ob wir uns berufen sehen. Das ist nochmal etwas anderes. Aber Jesus sagt, und das ist die Jahreslosung, die sich über dieses ganze Jahr 2022 spannt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder ist gekommen, weil wir manchmal so an unseren Fähigkeiten und Qualifikationen irgendwo hadern und denken, naja, so perfekt sind wir nicht. Wir haben vom Arbeitsbereich her auch eine hohe Latte gelegt, aber jeder weiß, wenn er in den Spiegel schaut, nobody is perfect, kein Mensch ist perfekt. Keiner ist perfekt, das heißt ja auch, das Perfekt ist ja schon die Vergangenheit, sondern wir sind gegenwärtig. Und da gibt es Stärken und besondere Talente und Fähigkeiten und es gibt aber immer auch Schwächen. Und Jesus weiß auch darum und er findet 22, aber die immerhin so viel Mut haben und sagen, okay, du traust mir das zu, dann traue ich mich auch. Also ich möchte hier wirklich auch so einen Appell hinausschicken, gerade eben beflügelt von dem Evangeliumswort, dass wir sagen, hören wir doch genauer hin. Vielleicht können wir ja auch was tun. Sehen wir doch genauer hin, da werden Hände gebraucht. Ich habe zwei, die können zwar nicht alles, aber die können was tun. Und wenn jede und jeder etwas tut, dann wird es bunter und wird es lebendiger. Natürlich auch ab und zu komplizierter, aber das ist das Leben. Weil nur gemähte Wesen trocknen bei der Hitze aus. Also wir brauchen auch immer wieder so ein bisschen das Dickicht in den Dschungel, wo wieder was Neues, Frisches aufkeimt mit großer Kraft und starker Kraft, das uns Mut macht. Jesus schickt seine Jünger und noch 72 Menschen dazu, dass sie ankündigen, er kommt bald. Und sie sollen selber versuchen, die bösen Geister, diese schwermütigen Gedanken von den Menschen zu vertreiben, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mit dieser Botschaft hat Jesus überhaupt seine öffentliche Predigt begonnen. Kehrt um, glaubt an das Evangelium, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ihr könnt es schon sehen, es spitzelt schon herein, wo Menschen nicht mehr mit den Ellenbogen, sondern mit Augen und Herz, also mit Hausverstand und mit Herz hingehen und sehen und schauen und hören und auch anpacken. Oder manchmal auch bewusst weggehen, weil sie sagen, da will ich nicht mitmachen. Jesus hat diese vielen Menschen
ausgeschickt und sie kommen zurück und sind überglücklich, sind happy. Wir haben es gehört vom Herrn Pfarrer. Sie kommen zurück und sagen, sogar die bösen Geister konnten wir austreiben in deinem Namen. Und Jesus sagt, freut euch darüber nicht zu arg, weil es gibt noch eine viel größere Freude. Und wir vergessen die meistens, diese größere Freude. Was ist die größere Freude? Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Freut euch, dass Gott jede und jeden von euch kennt und liebt, so wie er ist und an das Gute in euch glaubt. Er traut uns etwas zu, dass wir auch in seinem Namen den Menschen Gutes zusagen können. Weil das ist die Botschaft von Jesus Christus gewesen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Achtet aufeinander, nehmt den anderen wahr und bringt ihm Wertschätzung, bringt ihm Höflichkeit und Wertschätzung. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiterinnen und Arbeiter sende in seinen Weinberg. Das ist auch heute hier hineingerufen nach Arnoldstein und über Arnoldstein hinaus. Arnoldstein feiert ja heute den 100. Geburtstag der Markterhebung, der Erhebung zur Marktgemeinde. Unsere Kirche ist erst 53. Hier vorne steht, glaube ich, 1443. Wo diese Kirche errichtet ist, also man kann es noch genau nachlesen. Die Gotteshäuser sind ja schon lange da und hier wird immer dieses Wort gesprochen, das uns frei machen will, das uns befreien will. Und die Hände, wo wir denken, das geht nicht mit uns, mit unserer kleinen Kraft, die will er uns stärken und kräftigen. Und mit Gottes Hilfe können wir so viel tun. Das hätten wir selber nicht geglaubt, wenn wir es nicht begonnen hätten. Darum Mut. Jede und jeder kann etwas dazu tun, dass das Reich Gottes auch wirklich kommt, dass es viele Menschen erfahren, dass Gott zu uns immer wieder unterwegs ist. Er schickt uns nicht nur zu Pfingsten seinen heilmachenden Geist, den heilbringenden Geist, sondern immer wieder. Bei der Taufe haben wir es schon zugesagt bekommen. Und immer wieder erneuert er, dass er da ist, dass auch sein Geist noch in der Welt ist. Nicht nur der Zeitgeist oder der Ungeist oder was auch immer, sondern dass er da ist mit seinem Wohlwollen, mit seiner Güte und mit seiner Liebe. Und wenn wir das aufnehmen, und wir müssen es leider immer wieder gesagt bekommen, einmal reicht nicht, und deswegen sind so diese Servicestellen, diese Gottesdienste auch ganz gut, damit wir es wieder hören. Es kommt auf jeden von uns an. Und Gott will jeden von uns anfunken, erreichen, damit wir es anderen auch weiter sagen, dass es eine Freude ist, ein Christ zu sein, dass es nicht nur uns gut tut, sondern unserer ganzen Umwelt gut tut, diesen christlichen Geist in uns zu tragen und den arbeiten zu lassen, mit unseren Händen und Füßen, mit unserem Kopf und unserem Herz. Ich wünsche uns, allen Gemeinden, unseren beiden Gemeinden, und vielleicht erleben wir es ja noch, dass irgendwann die Kirchen sich doch wieder zusammennähern. Es war nicht im Sinne Jesu, dass wir getrennt sind. Es ist in der Geschichte einfach so gewachsen seit 500 Jahren. Aber vielleicht erleben wir es ja noch, dass die ökumenischen Bestrebungen wirklich so gut funken, dass wir sagen, jetzt ziehen wir gemeinsam an diesem einen Strang, dass wir allen Leuten sagen können, das Himmelreich ist nah, wir spüren es schon, wenn wir in seinem Geist wirken. Amen. Thank you.
Schwestern und Brüder, gestärkt durch das Wort Gottes, stehen wir alle auf und bekennen wir unseren Glauben an der einen Kirche und an den einen und drei einigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Vater im Himmel, du schenkst uns deinen Sohn. Er kommt als Mensch in unsere Welt und wird unser aller Glück. Wir bitten dich. Schenke uns in unserer Macht meinen Wohlstand und Seelenstärke, damit wir die Not unserer Mitmenschen wahrnehmen. Christus, höre wirklich wichtig ist, dass hat Jesus zusammen.
Sie können jetzt Platz nehmen. Jetzt kommen zu uns die Kindergartenkinder aus dem Vaterkindergarten. Die werden mit uns im Gottesdienst auch jetzt beim Abschluss mitfeiern. Überraschung. Thank you.
Ihnen geübt habe, das Bereiten in einem Blumenbuch bleibt, habt ihr noch Zeit, ein bisschen Aufmerksamkeit zu reichen. Vielen, vielen Dank. Bis 2000.
Grundschule, in der Volksschule. Wir haben viele Kindergarten zu tun gehabt. Wir haben in den Filialkirchen alle Restaurierungen durchgeführt, weil es waren wirklich alle restaurierungsbedürftig. Und es war sogar eine neu errichtete Pfarrkirche da, auch um noch im Nachhinein so manches dann in Ordnung zu bringen. Und jetzt bin ich schon seit 2008 in Pension und ich bin nicht mehr weit weg. In eineinhalb Jahren, um Gottes Willen, habe ich meinen 90. Geburtstag feiern und ich bin dankbar dafür, dass es noch so geht und dass ich jetzt auch in Heimenstein da feiern miterleben konnte. Es ist ja ein großes Fest, das heute oder in diesem Jahr gefeiert wird. Ich danke für die Einladung, dass ich kommen möge und dann auch ein Gottesdienst dabei sein möchte. Und am gestrigen Tag war ja auch schon ein schönes Fest draußen bei der Kirche. Ihr habt das miterleben können. Und ich wünsche euch allen alles Gute, Gottes Segen und viel Freude weiterhin und eine große Eifer Gottes Haus, dass dann die Botschaft, die frohe Botschaft weitergegeben wird und werden kann, eine neue Generation, die nach uns kommen. Wir brauchen diese Botschaft, die Botschaft des Friedens, die Botschaft der Versöhnung, die Botschaft des Heils und für unser eigenes Mitgefühl die frohe Botschaft, die der Herr Jesus Christus uns geschenkt hat. Sie kann und soll und muss weitergegeben werden. Aus allen Kräften, in den verschiedensten Gebieten und aus verschiedenen Schichten der Bevölkerung. Ich wünsche euch allen Gottes Segen, alles Gute und viel Glück weiterhin und auch wachsen im Glauben. Danke schön, schön, dass du zu uns gekommen bist. Und wir bitten jetzt den Herrn um seinen Segen. Wir wollen uns unter Gottes Segen stellen, wie unter einem schönen, leuchtenden Regenbogen. Bitte euch aufzustehen und nehmt das Wahnsinn auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr lege sein Angesicht an das Deine und du bist im Frieden. Das gelinge euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Thank you.
Herr, die Eintracht, die haben draußen, die vielleicht bei Kaum kommen immer, ein bisschen hergerichtet für einen Frühschoppen, der hintergrund was Neues ist, und bei dem gemeinsamen Konzert ist auch beiden Musikkapellen, die den Jungs hier erfreuen. In nächster Zeit, wir wissen, wir haben gerade zufällig diesen Vormittag, das Nebel oder Arena, die da den Vorrat, Frau Bittner und Ausbruch, einzutreffen, weil wir keine Geschenkberatung hinaus hat, die auch für Sie, den Projektor, auch hier wollen wir eine Kleinigkeit übergeben. In dem Sinne wünschen wir uns noch einen gemeinsamen schönen Vormittag, dann neben Ausbruch und werden wir gemeinsam für uns alle Steinerinnen und Steiner wieder dabei.